back from the dead. So, bevor wir in den Shop schauen, einen kurzen Blick auf unseren Sponsor der heutigen Episode, App Bounty. Mit App Bounty könnt ihr kostenlose Giftkarten für Amazon, iTunes, Xbox, PSN und vieles mehr bekommen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist euch unten das App runterzuladen und in der Videobeschreibung ist der Link dazu. Benutzt den Code DVS, der steht für meinen Namen, Daniel Van Snipes, also DVS benutzen. Damit bekommt ihr 50 freie Credits zu Beginn. Weitere könnt ihr dann sammeln, indem ihr Apps runterladet, die für 30 Sekunden sozusagen öffnet. Könnt ihr wieder runterschmeißen, wenn ihr die nicht möchtet. Und sammelt so Credits, könnt diese Credits umwandeln dann in diese Giftkarten. Sonntag, der 18. November 2018. Willkommen zur neuen Episode des Fortnite Daily Shops. Und wir haben heute was im Shop drin, was schon länger nicht mehr drin war. Und wir haben was komplett Neues drin. Also würde ich sagen, schauen wir mal direkt rein. Und ihr seht schon, der Shogun ist drin. Ich dachte erst, die Sushi-Frau kommt heute rein, aber der Shogun ist drin. Und holy fuck, sieht der geil aus. Der hat auch hier vorne diese Hörner. Wir haben ja schon bei diesem einen geleakten Skin gesehen, bei diesem Chicken-Typen, dass der auch so Hörner hat. In schwarz, glaube ich, waren die. Aber das sieht schon richtig nice aus. Jetzt, wo man das auch so mal sieht. Natürlich auch mit diesen, die Flügel sind absolut geil. Dieses Backpack, guckt euch das mal, wie heißt das Backpack? Bladed Wings, ja, das sagt natürlich auch alles. Absolut nice, oder? Und das bewegt, ah, das ist, allein wegen dem Backpack würde ich den eigentlich schon gerne holen. 2000 V-Bucks ist natürlich heftig, muss ich sagen. Krass, krasser Skin, auf jeden Fall. Dann haben wir noch Kabuto. Oh, what? Da kommt noch mehr raus. Nochmal. Oh mein Gott, und die bewegen sich, okay, das muss ich mir nochmal angucken. Ja, holy shit, 800 V-Bucks für den. Oh, guckt euch ja mal die Griffe an. Oh Mann, das wird ein teurer Spaß werden, denn das Set ist wirklich mal richtig nice. Und dann haben wir noch natürlich Jawblade für 800. Das ist das Harvesting-Tool und das sieht auch geil aus. Okay, der Sound, der ist so Standard irgendwie. Das feiere ich nicht so, muss ich sagen. Deo sagt, hey YouTube, hey Deo. Und alle anderen, die auch reingeschrieben haben hier, ich weiß, hier haben ein paar Leute reingeschrieben. Gegrüßt seid ihr alle. Habt ihr kurz einmal eure Namen gesehen. Danke euch fürs Reinschreiben. Holy shit, schreibt mal eure Meinung dazu rein. Muss ich mal zwischendurch sagen. 2 Tage habt ihr Zeit. Ja, kommen wir mal zu den Dailies. Da haben wir Cliffhanger für 800 drin. War vor 26 Tagen das letzte Mal drin. Ja, das hört sich zum Beispiel geil an. So müsste sich das doch irgendwie anhören, oder? Bei dem Shogun. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall hört sich das geil an. Jetzt passend zur Winterzeit natürlich wieder Cliffhanger drin. Dann haben wir Scarlet Defender für 800 drin. Passt auch so ein bisschen, ne, zu dem Gleiter und so weiter, wenn man so ein bisschen so chinesisch angehaucht. 800 V-Bucks. Die gute Dame war zuletzt vor 49 Tagen drin. Also ist auch schon ein Weilchen her. Dann haben wir Prismatic drin. Da hatten wir ja gestern die, wie hieß die nochmal? Prismal X oder wie die hieß? Die war drin. 800 V-Bucks hier für den. Und der war zuletzt vor 14 Tagen drin. Also der rotiert auch immer wieder rein. Natürlich absolut low gegenüber den Shogun-Gleiter da. Crazy, wie der aussieht. Dann kommen wir mal zu dem hier. Und das ist der First Strike Specialist. Und der war zuletzt vor 108 Tagen drin. Das heißt, diese ganzen Skins, die so, ja, ich sag mal, ihr wisst, was ich meine. Anführungsstriche No-Skins, die jetzt nicht wirklich viel haben. Wobei, der hat schon hier wieder irgendwie was auf, was schon ein bisschen was Besonderes ist. So ein bisschen was wie der Twitch Prime-Skin. 1200 V-Bucks für den. Der ist auch ein bisschen teurer. Der kommt zwar ohne Backpack, aber der ist ein bisschen teurer als die normalen für 800. Aber ist natürlich auch selten geworden. Vor 108 Tagen das letzte Mal drin. Für die Leute, die die ganzen Skins sammeln. Auf jeden Fall ein Hingucker. Dann haben wir noch Facepalm drin. Für 200 V-Bucks. War zuletzt vor 33 Tagen drin. Und dann haben wir noch Smooth Moves drin für 800. Und das war zuletzt vor 12 Tagen drin. Das sieht bei dem ein bisschen komisch aus, ne? Bei dem alten Dumbledore hier. Das sieht echt ein bisschen weird aus, wenn der tanzt. 800 V-Bucks. Schreibt mal, was euer Highlight ist. Meins ist auf jeden Fall der Shogun. Und das ganze Set, das ist absolut crazy. Also der Gleiter gefällt mir. Und beim Shogun gefällt mir auf jeden Fall das Backpack. Der wirkt krass auf jeden Fall. Heftig. Und ich muss mal kurz reingucken, bevor ich das vergesse. Nee, der hat keinen, wie bei dem Musha, kein Dingsbums, dass man den Helm abnehmen kann. Schade eigentlich, muss ich sagen. Auf jeden Fall mein Highlight. Und dem ganzen Shop gebe ich heute eine 7 von 10. Schreibt mal rein, was ihr dem Shop geben würdet. Und wie immer, wenn ihr das Video cool fand, lasst ein Like da, lasst ein Sub da, würde mich sehr freuen. Und dann hören wir uns morgen zur neuen Episode. Also bis dahin. Ciao, ciao.